Ja, Ihnen allen ein herzliches Willkommen und schönen guten Tag. Begrüßen Sie sehr herzlich zu unserer Pressekonferenz mit Dirk Duffen, unserem Sportdirektor, unserem Cheftrainer Taifun Korkut. Heute am Freitagmittag vor dem Auswärtsspiel am Sonntag dann bei Borussia Mönchengladbach. Anstoß um 17.30 Uhr. Ja, und wir starten mit unserem Cheftrainer. Taifun, dein Ausblick auf die Begegnung am kommenden Sonntag in Mönchengladbach. Ja, zunächst einmal begrüße ich euch alle. Kurz zu den Personalien. Der Arthur konnte heute nicht mittrainieren, hat am Innenband, am Knie etwas Probleme und wir müssen abwarten. Deswegen haben wir ihn heute geschont, wie er sich morgen im Training dann gibt, im Abschlusstraining, um dann einfach zu schauen, ob es fürs Spiel reicht. Alles andere hat man heute gesehen, waren alle auf dem Platz. Lars, wissen wir, dass er jetzt wieder das Training abbrechen musste, da er wieder etwas Probleme hatte und wir da auch kein Risiko jetzt eingehen wollen. In dem Sinn, da er einfach diese Woche ja uns auch nicht zur Verfügung steht. Und alles andere ist wie gehabt. Viele Spieler auf dem Platz gewesen und wir haben uns gut vorbereitet. Von daher sind wir sehr, sehr optimistisch für dieses Wochenende. Dann sind wir gespannt auf Ihre Fragen. Dort drüben in der zweiten Reihe sitzt Jurek Rohrberg von Sky Sport News HD. Ja, die Frage geht an Dirk. Jetzt nochmal einmal zurückgeklappt. Unter der Woche hat Thomas Eichin nochmal so ein bisschen die Bayern angegriffen. Die ganze Diskussion kennen wir. Freuen Sie sich darüber, dass sich da jemand jetzt mal breit hinstellt und dem auch mal Paroli bittet? Oder haben Sie auch Angst, dass Sie einen Puck an den Kopf geschossen kriegen von Herrn Sommer? Ja, das war eine sehr freundliche Ausdrucksweise unter Kollegen, aber das kann jeder selber bewerten, wie er das findet. Dass Thomas Eichin das thematisiert, nachdem die das Spiel gegen die Bayern ja vor sich haben, kann ich gut verstehen. Wir haben das Spiel gegen die Bayern hinter uns und wir hatten da schon unsere negativen Erlebnisse. Und wenn wir das jetzt thematisieren, hat das für uns genau den gegenteiligen Effekt. Wenn es denn so sein sollte, dass den Gegnern danach so etwas wie uns nicht mehr passiert, haben wir davon nichts. Deswegen ist es nicht unser Interesse, im Gegensatz zu Thomas Eichin, den Bayern-Bonus zu thematisieren. Deswegen haben wir es auch nicht getan. Michael Augustin vom NDR Hörfunk. Frage an den Trainer. Ihr habt aus der Niederlage gegen die Bayern sehr viel Mut und Hoffnung geschöpft. Wie muss man denn jetzt gegen Gladbach spielen, damit dann auch mehr als nur eine gute Niederlage bei rumkommt? Ja, zumindest wissen wir, auf was wir uns da einstellen müssen. Wir treffen auf eine Mannschaft, die auch individuell eine sehr, sehr hohe Qualität aufweist, die nicht umsonst da oben ist, die vor allem auch unheimlich flexibel ist, ein sehr, sehr gutes Kombinationsspiel beherrscht, aber gleichzeitig auch eine Mannschaft ist, die auch etwas tiefer stehen und sehr, sehr gut kontern kann, weil sie einfach auch Geschwindigkeit haben, aber sehr, sehr ausgewogen in ihrer Spielweise und eine große Stärke auch haben, dass sie sehr, sehr geduldig spielen können. Das hat man auch jetzt in den letzten Heimspielen gesehen, die ja jetzt nicht mit klaren Ergebnissen zu Ende gegangen sind. Es ist ein sehr, sehr guter Gegner, das wissen wir. Ich muss aber auch ganz klar sagen, nicht nur das Bayern-Spiel, sondern wenn ich unsere Mannschaft ansehe, unsere Spieler ansehe, unsere Qualität ansehe, dann ist es nicht so, dass wir uns da zu verstecken haben. Also wir haben mit Sicherheit eine Mannschaft, die da dagegen halten kann, die nicht nur dagegen halten kann, ich glaube auch absolut mithalten kann und auch wehtun kann. Und genau mit dieser Einstellung werden wir auch dieses Spiel angehen. Wir haben sie natürlich auch sehr, sehr gut analysiert, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns überwiegt einfach jetzt die Zuversicht. Nach dem Bayern-Spiel mit dieser Trainingswoche absolut vor der Analyse, die wir gemacht haben vom Gegner. Und genau so werden wir dieses Spiel angehen und denken auch, dass wir eine sehr, sehr gute Möglichkeit haben, dort zu punkten. Gibt es weitere Fragen zu Sonntag? Ja, Andreas Willicke, Neue Presse. Es sind jetzt 8 Spiele ohne Sieg. Langsam wird es mal Zeit, dass mal irgendwie Punkte rüberkommen. Du hast das letzte Mal gesagt, der Druck fühlt sich bei dir sehr wohl. Ist das immer noch so oder was hat sich da geändert nach dem Bayern-Spiel? Na, jetzt muss ich ihn ein bisschen in den Schwitzkasten nehmen. Und muss ihn fernhalten. Das ist das Allerwichtigste. Nicht nur von mir,
auch von der Mannschaft. Und wir müssen einfach diesen, diesen ständigen Begleiter, den wir haben, einfach kontrollieren. Und das ist meine Aufgabe als, als Verantwortlicher für die Mannschaft. Und das versuche ich mit allem, was ich kann. Andererseits müssen wir, dürfen wir natürlich auch nicht sagen, ja, das ist uns eigentlich so der Druck, kein Problem. Der Druck ist einfach da. Ja, den, den spüren wir alle, das ist auch okay. Trotz alledem sollte es uns da nicht hindern daran, dass wir einfach diese neue Herausforderung jetzt am Wochenende haben, um diesen, diesen ersten Sieg zu holen oder zu punkten, um einfach da nochmal einen Schritt zu machen. Das letzte Spiel gegen Bayern, denke ich, will gar nicht mal sagen, dass es uns so viel Kraft gegeben hat. Es hat einfach nur gezeigt, dass wenn wir wirklich taktisch diszipliniert sind und dass wir, dass jeder seine Aufgabe erfüllt und wenn sie jeder erfüllt und wenn alle wirklich mitmachen, dass es nicht ganz so einfach ist, uns zu schlagen. Und genau das ist der Ansatzpunkt an der ganzen Sache. Wir werden, wie gesagt, gegen eine Mannschaft treffen, die, die viel Qualität hat, aber die müssen uns erstmal bezwingen und da werden wir uns dagegen stellen. Silke Tobias sitzt in der zweiten Reihe vom NDR-Hörfunk. Herr Korkut, vor dem Bayern-Spiel war es ja auch oft so, wenn Hannover ein Gegentor bekommen hat, dass die Mannschaft sehr, sehr verunsichert gewirkt hat. Haben Sie das Gefühl, dass jetzt dieses verhältnismäßig gute Spiel gegen die Bayern da vielleicht auch mental so ein bisschen geholfen hat, dass man wieder mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein auch ins Spiel gehen kann? Ja, man hat, man sieht vor allem auch, wie, wie es im Fußball ist. Also die letzten Wochen hat man gesehen, wie die Schwankungen vor allem bei uns waren. Mit unserer Mannschaft. Von sehr, sehr guten Spielen, dann wieder Spiele, in denen wir nicht so gut gespielt haben. Dann der Unterschied zum, zum Stuttgart-Spiel, den wir dann wieder ganz klar gegen die Bayern gesehen haben. Und das ist einfach so im Fußball. Es kann sich von Woche zu Woche drehen. Und so gehen wir das jetzt auch an. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt wieder ein schlechteres Spiel kommen sollte. Für uns ist jetzt einfach nur wichtig, dass wir dieses erste Erfolgserlebnis hinbekommen. Weil das kann uns, glaube ich, am meisten Kraft geben und das kann uns einfach einen großen Schub geben. Und das sollte eigentlich jetzt vor allem stehen. Und das werden wir versuchen am Wochenende. Gibt es weitere Fragen zum Spiel am Sonntag? Ja, nochmal Andreas Willig. Das ist auch der Leo gesperrt. Darf man davon ausgehen, dass Edgar die Position übernimmt? Ja, Eddie ist mit Sicherheit einer der, der Kandidaten. Ich muss aber auch sagen, ich habe heute 24 auf dem Platz gehabt. Also es wird morgen auch nicht ganz so einfach für mich, den Kader zu benennen, weil alle wirklich unter der Woche sehr engagiert gearbeitet haben. Vor allem unsere Haupttrainingstage, der, die Tage, an denen wir wirklich auch taktisch was gemacht haben, waren alle hochkonzentriert. Man hat gespürt, dass eigentlich alle wirklich helfen wollen. Von jung bis alt, also wirklich alle von Spielern, die noch nicht ganz vielleicht so fit sind, wie auch die Spieler, die voll im Saft stehen. Und der Konkurrenzkampf ist da. Das ist auch gut jetzt vor diesem Spiel. Und ich werde morgen nach dem Abschlusstraining dann diesen Kader bestimmen und für dieses Spiel dann diese 18 mitnehmen. Wobei es natürlich morgen keine einfache Entscheidung für mich sein wird. Nochmal Michael Augustin. Weil ihr ja erst am Sonntag spielt, hättest du morgen theoretisch die Möglichkeit, die Konkurrenten im Abstiegskampf zu beobachten, also Radio hören oder Fernsehen. Machst du das oder überschneidet sich das mit eurer Reiseplanung? Nein, nein, wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Ja, nochmal Andreas. Nicht mit dem Radio am Ohr, ne? Wir sind unterwegs. Du hast dich ja so in den letzten Wochen geweigert, das Wort Abstiegskampf in den Mund zu nehmen. Gestehst du jetzt zu, dass ihr im Abstiegskampf seid? Also wir sind mit Sicherheit nicht in irgendeinem Kampf um die Euroleague-Plätze und um die Champions-League-Plätze. Also da ja auch alles so eng zusammen ist da unten. Also es ist ja nicht so, dass da jetzt wir sind und drei andere, sondern es sind sehr, sehr viele Vereine da unten drin. Und von daher kann man das so nennen, wie man das will. Ja. Es sind viele, viele Vereine und wenn alle im Abstiegskampf sind, dann ist es einerseits auch wieder so, dass es viele Mannschaften einfach gibt, mit denen wir uns dann messen können oder die noch dazwischen sind und die auch vielleicht nur einen Tick über uns sind.
und es wirklich mit einem Sieg uns das einfach, das kann uns schon einen großen Schub geben. Es kann auch wieder ein großer Schritt nach vorne sein. Und den sollten wir versuchen zu machen, so schnell wie möglich. Da drüben sitzt Till Ulich von Antenne. Frage an Dirk Dufner. Christian Schulz hat, ich glaube, letzte Woche war das gesagt, er ist unheimlich beeindruckt davon, wie ruhig Taifun Korkut mit der Situation umgeht. Wie erleben Sie den Trainer in diesen Tagen und wie erleben Sie vor allen Dingen auch die Mannschaft? Das ist ja für die Jungs und auch keine einfache Situation, im Prinzip seit Monaten, kann man fast so sagen, auf den Sieg warten zu müssen. Das ist tatsächlich keine einfache Situation, vor allen Dingen auch im Hinblick darauf, dass sie sich, und das haben wir ja schon des Öfteren thematisiert, deswegen will ich es kurz machen, in dem einen oder anderen Spiel auch nicht belohnt haben. Und das tut dann besonders weh, wenn man weiß, nach den 90 Minuten, eigentlich war mehr drin und wir haben nur nicht im richtigen Moment zugeschlagen. Und dementsprechend ist es eine wirklich schwierige Situation für eine Mannschaft. Aber die Mannschaft weiß und ist sich natürlich total bewusst, dass sie sich nur selbst daraus befreien kann. Und was der Christian Schulz sicherlich damit meinte, ist, dass die Mannschaft ja täglich mit dem Trainer zusammenarbeitet und dass er offensichtlich auf die Mannschaft in dieser extrem schwierigen Situation einen sehr ruhigen, professionellen Eindruck macht und der Mannschaft eben nicht eine Hektik oder einen übermenschlichen Druck vorlebt, sondern ihr versucht, den Druck zu nehmen und mit ihr in dieser schwierigen Situation sehr, sehr gut arbeitet. Und ich denke, wenn Christian Schulz als ein sehr, sehr erfahrener Bundesligaspieler das sagt, das ist ein großes Kompliment für den Trainer. Haben Sie noch Fragen? Keine mehr heute. Dirk und Taifun, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank an Sie und euch für das Interesse und bis zum Sonntag dann in München.